Ja, der Kunstrasen ist einfach ideal zum Spielen, der passt sehr gut und das Dach ist halt auch ideal, jetzt wenn es gut, jetzt haben wir Glück im Dezember, aber wenn wir im Dezember so Wetter, ist nicht immer so, wenn es jetzt Schnee hätte oder einfach regnet, würde es halt ideal, da wir im Trockenen spielen können. Und es macht dann halt auch deutlich mehr Spaß, wie auf dem vereisten Rasen zu spielen. Wie ist denn dein Eindruck hier von der neuen Mac Arena? Total gut, ich habe einen total guten Eindruck hier, es macht Spaß hier zu kicken. Diese Freilufthalle hat schon oft noch gefehlt, sag ich mal. Halle ist immer so eine Sache mit der Luft, da kriegt man oft einen rauen Hals mit der Zeit. Und ich denke, das ist eine gute Kombination, dass man hier frische Luft hat und trotzdem trockenen kicken kann. Was gefällt euch hier besonders? Das Gute ist, dass man hier in der frischen Luft ist, aber trotzdem überdacht. Also man wird nicht nass oder etc. sowas. Und das gefällt uns sehr. Und sowas gibt es hier in der Region an sich nicht. Gibt es denn auch interessante Alternativen hier in der Gegend, wo man unter ähnlichen Bedingungen Fußball spielen kann? Weiter weg, aber nicht so wie hier. Also hier schon top ausgestattet, Freiluftarena, also perfekt. Besser geht's gar nicht. Was ist der Unterschied zu den anderen, die in der Gegend sind? Bei uns gibt es halt eine geschlossene Halle, die ist weiter weg und da ist es schnell stickig. Hier ist halt so ein bisschen in der frischen Luft. Wenn es regnet, also ist überdacht, also ist perfekt eigentlich. Wie seid ihr auf die Mac Arena gekommen? Wir haben halt gesehen, dass hier was entsteht und haben es dann online einfach mal gesucht, weil wir nach einer Alternative gesucht haben. Und dann ja, darüber gebucht und ja, so kam das eine zum anderen dann. Du hast gesagt, online gesucht und gebucht, ja. Also wirklich online gebucht. Wie funktioniert das? Also muss ich erstmal anmelden, kriegt dann einen Account und dann ja, wählt man das Datum aus und die entsprechende Zeit. Und dann hat man es eigentlich schon gebucht und das Licht geht automatisch an zu der Uhrzeit, zu der man gebucht hat. Und dann geht es sozusagen sehr, sehr einfach und unkompliziert. Wir wollen halt auch was, gerade weil wir auch trotzdem noch aus verschiedenen Gegenden kommen, wollen wir halt schon auch was haben, wo wir sicher den Platz haben. Ist jetzt anders, wie wenn man hier auf irgendeinem umliegenden Platz spielt. Da muss man sich immer mit anderen Leuten, muss man halt gucken, ob man den Platz kriegt. Und hier hat man dann gebucht und dann hat man den Platz für sich und kann dann halt auch entsprechend planen und sicher gehen, dass man halt spielen kann.